Komm schnell! Bleib bei mir, Kara. Gut, das Schiff, es hat... Argo City ist weg. Millionen Bewohner. Das ist nur der Anfang. Brainiac hat den Planetenkern manipuliert. Krypton wird nicht mehr lange durchhalten. All deine Forschung. Kannst du denn nichts dagegen tun? Deshalb sind wir hier. Ein Raumschiff? Daran hast du gearbeitet? Dein Onkel Jor-El hat einen Planeten entdeckt, auf dem wir leben können. Weit weg von Brainiac. Es gibt genauso ein Schiff für deinen Cousin Cal. Aber Cal... Er ist noch ein Baby. Und deshalb musst du ihn schützen. Vermittle ihm unsere Werte. Ich soll ihm... Was ist mit dir? Nein. Nein. Nein, ich lass dich nicht zurück. Bitte. Bitte zwing mich nicht. Ich kann nicht mitkommen, aber du wirst nie allein sein. Du bist aus dem Haus L, Kara. Einem Haus der Hoffnung. Vergiss das niemals. Verliere nie die Hoffnung. Rein da. Die Jahre der Verbrechensbekämpfung haben mich eines gelehrt. Jeder Schurke sieht sich selbst als Held seiner Geschichte. Superman war da keine Ausnahme. Der Joker hat ihn vergiftet, täuschte ihn, damit er seine schwangere Frau Lois tötete und die Bombe auslöste, die Metropolis zerstörte. Als Superman den Joker umbrachte, verstand ich warum. Wir alle taten das. Aber nachdem er diese Linie überschritten hatte, gab es einfach kein Zurück mehr. Er gab sich selbst und der Justice League ein neues Hauptziel. Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Koste es, was es wolle. Aber letztendlich führen ihn seine guten Absichten auf einen Pfad der Tyrannei. Und des Bösen. Und so wurde unser größter Held. Plötzlich unsere größte Bedrohung. Selbst wenn Superman die Verbrecher aus Arkham holt. Sie sind die Schlimmsten. Er wird sie töten, Damien. Klingt nach Gerechtigkeit. Töten ist keine Gerechtigkeit. Superman kann das nicht erkennen. Er trauert. Er muss noch heilen. Und wer ist Gotham gewesen? Hätte der Joker mich erwischt? Deinen eigenen Sohn? Klar, dass du das sagst. Reagiert nicht. Wir werden zur Betthöhle gebracht. Bereit zum Absprung. Schuss, Cyborg. Ich tu dir nur weh, wenn ich muss. Das wirst du wohl müssen. Meine Freunde waren in Metropolis Batman. Starfire, Beast Boy, tot. Wenn wir das tun, wird so etwas nie wieder geschehen. Du bist zu Recht wütend. Aber das ist kein Freibrief. Und die Justice League ist kein Todeskommando. Ah! Ah! Ah!
Taktik. Verstehst du noch nicht, aber Superman hat Unrecht. Gleiten will gelernt sein. Klar, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Dann los. Tötest zwar nicht, aber Gehirnschäden sind kein Problem. Sichere die Ladedocks. Hier, um zu helfen. Ja, um dich und Clark vor einem fürchterlichen Fehler zu bewahren. Niemand von uns wollte das. Aber der Joker lässt uns keine Wahl. Metropolis hat die Welt verändert. Nun müssen wir uns auch ändern. Aber nicht so. Eigentlich dachte ich, dass gerade du es verstehst. Jetzt du. Eigentlich dachte ich, dass gerade du es verstehst. Thank you.
Fluch. Sagen. Wo ist er? Zellenblock C. Du darfst dich nicht von ihm abwenden. Er braucht dich. Deshalb bin ich hier. Was werden die mit uns machen? Wohin gehen wir? Ich gehe nirgendwo hin, bis mir jemand sagt, was los ist. Zurück in die Reihe. Sofort. Das muss nicht geschehen, Clark. Diese Insassen sind unverbesserlich. Es sind Diebe, Vergewaltiger, Mörder. Wie der Joker. So ist der Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Er nimmt kein Ende. Sie zu exekutieren wird ihn beenden? Erst der Joker, jetzt das. Wo hört es auf? Wenn es kein Verbrechen mehr gibt. Wenn die Menschen ohne Angst leben können. Wir wollen doch dasselbe, Bruce. Ich wollte den Mörder meiner Eltern töten. Ich hätte es getan. Aber das wäre nicht ihr Wunsch gewesen. Und es ist auch nicht, was Lois für dich wollte. Seh mir das bloß nicht an. Eine rote Solargranate? Zur Schwächung deiner Kräfte. Du musst aufhören. Stell dich deiner Trauer, bevor es zu spät ist. Du warst es. Du solltest mein Freund sein. Und deshalb muss ich dich aufhalten. Das nenne ich Gerechtigkeit.
Tut mir leid, Clark. Bleib weg von mir. Wen haben wir denn da? Victor Sass. Psychopath. Wie viele Frauen hast du getötet? 121? 121. Klingt für mich unverbesserlich. Robin, lass ihn gehen! Du kämpfst lieber gegen deine Freunde als gegen das echte Problem. Ich warne dich, Sohn. Sohn? Du hast mich nicht aufgezogen. Das war die Liga. Problem gelöst. Wer ist der Nächste? Verdammt, Damien! Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten. Dann bleib auf deiner Seite, Batman! Ich bin auf Supermans. Ich bin auf Supermans. Schlag verlierst du. Damien, ich wollte nicht das. Du Feigling, wir sind im Krieg mit diesen Tieren. Glaubst du bist besser als er? Du lässt den Joker weiter töten! Du kanntest weder Lois, noch Jason, noch irgendwen retten! Das reicht jetzt. Wir gehen. Aber die Insassen! Nicht heute.
des Regimes sind Jahre vergangen. Superman ist hinter Gittern. Damien, mein eigener Sohn, leistet ihm Gesellschaft. Doch wir dürfen nie vergessen, wieso sie dort drin sind. Wir müssen wachsam bleiben. Ich dachte, Sie wollten die Leute beruhigen, Mr. Wayne. Nicht nur Sie bauen Gotham und Metropolis wieder auf. Aber wenn wir nicht bald einige Meinungen ändern... Haben Sie dafür nicht diese überbezahlte PR-Firma angeheuert? Es ist viel schwerer, Leute davon zu überzeugen, zurück in diese Städte zu ziehen, wenn sie Angst haben, dass sie wieder in die Luft gejagt werden. Superman kommt dort nie wieder raus. Dafür habe ich gesorgt. Aber Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, sie sind immer noch da draußen und kommen offenbar ohne Strafe davon. Sie haben Brother Eye gebaut, um das Weltgeschehen im Auge zu behalten, doch die Öffentlichkeit weiß das nicht. Brother Eye muss ein Geheimnis bleiben. Was unsere Feinde nicht kennen, können sie nicht bekämpfen. Tja, dann befolgen Sie wenigstens einen der Ratschläge, für die wir den PR-Leuten so viel Geld bezahlen. Welchen denn? Seien Sie weniger Batman, dafür mehr Milliardär und Playboy. Gehen Sie auch mal tagsüber hinaus. Und lächeln Sie. Die Leute fühlen sich weitaus sicherer, wenn sie lächeln sehen. Das wäre dann Ihr anderer Job. Bruce, finden Sie mehr Leute, denen Sie vertrauen. Niemand kann völlig allein siegen. Nicht einmal Sie. Am Empfangsbereich muss noch jede Menge getan werden. Diner, Oliver. Danke für euer spontanes Kommen. Zum Glück hatten wir einen Babysitter. Mein Urgroßvater hat einst Gothams Untergrund erbaut. Aber heutzutage ist hier die Betthöhle. Und das ist Brother Eye. Wohl eher das Auge Saurons. Eine Überwachungszentrale? Mehr als das. Eine Kommunikationszentrale, die Satelliten und Server auf dem Planeten verbindet. Sie warnt vor kommenden Gefahren und hilft uns, sie einzudämmen. Zum Bedienen muss man wohl ein Genie sein. Genie würde ich mich nicht nennen, aber ich habe einen Doktortitel. Deiner! Deiner Schnucki! Ihr habt sicher einen langen Weg hinter euch. Eine Weltenreise. Aber der Tapetenwechsel ist ganz nett. Dein Ruf hat uns überrascht, Bruce. Alles scheint doch gut zu laufen. Was ist los? Die Auflösung des Regimes schuf Lücken in der globalen Sicherheit. Wir versuchen alles, um sie zu schließen, aber wir sind zu wenige. Zu angreifbar. Harleen, zeig ihnen, was du hast. Gebonk, Bats! Gorilla Grodd, jedermanns liebster sprechender Affe, hat sich eine Bande von Blödmännern zugelegt. Nennt sie die Society. Mein Spion in Gorilla City sagt, dass Grodd etwas Großes plant. Doch was, wo und wann, wissen wir nicht. Eines wissen wir aber. Scarecrow schickt Grodd eine fette Ladung Angstgas aus einem Versteck im Todessumpf. Sehr mückenlastig dort. Zum Glück habe ich Insektenspray. Ihr drei müsst das Gas abfangen, bevor es Grodd in die Hände fällt. Du kommst nicht mit auf die Party? Leider kann ich Gotham nicht verlassen, ohne die Öffentlichkeit zu beunruhigen. Keine Sorge, Bats. Wenn wir drei das machen... Was soll schon schief gehen? Ich weiß, ich bin der Neue, aber vertraust du Harley wirklich? Seit der Joker tot ist, ist sie ein anderer Mensch. Größtenteils.